Hallo, schön, dass ihr mich heute besuchen kommt. Ich bin Singa und ich bin Botschafterin von Kinderstarkmachen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Normalerweise würdet ihr mich jetzt im Sommer auf Kinderstarkmachen-Veranstaltungen treffen, aber die finden ja dieses Jahr alle leider nicht statt, wegen Corona. Zurzeit sollen sich einfach nicht so viele Menschen auf einmal treffen, damit sich nicht so viele Menschen anstecken. Und es gibt weiterhin auch noch bestimmte Sachen, die man beachten sollte. Zum Beispiel, wisst ihr alle, sollte man sich ganz häufig und regelmäßig die Hände mit Seife waschen und 1,5 Meter Abstand zu den anderen Leuten halten. Und in gewissen Situationen auch gerne einen Mundschutz tragen. Und da ihr momentan ja nicht zu Kinderstarkmachen-Veranstaltungen kommen könnt, freue ich mich umso mehr, dass ihr heute bei mir seid. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr mich heute mal in meinem Schrebergarten besuchen kommt. Kennt ihr denn eigentlich schon die Initiative Kinder stark machen? Ich bin Botschafterin für Kinder stark machen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Und als Botschafterin von Kinder stark machen setze ich mich für euch ein und möchte, dass ihr stark werdet. Ich habe zum Beispiel gelernt, dass man sich manchmal auch etwas trauen muss. Und wenn man es dann geschafft hat, fühlt sich das richtig gut an. Das stärkt das Selbstbewusstsein. Ich möchte heute mit euch etwas experimentieren, etwas basteln und natürlich möchte ich mich mit euch auch bewegen. Dabei kann man super herausfinden, was einem Spaß macht, was man gut kann oder wo man vielleicht noch mal einen zweiten Anlauf braucht. Wenn ihr heute mitmachen möchtet, dann benötigt ihr Folgendes. 2 lange Seile, so 3,5 Meter lang. Pappe und Schere. Und wahlweise 10 Holzstöckchen. Ihr seht mich jetzt hier in einem Video im Internet. Und ihr werdet sehen, das hat sogar gewisse Vorteile. Denn wenn ihr noch mal einen Schritt sehen möchtet oder wenn ihr noch etwas besorgen möchtet, wenn bei einem Experiment es nicht gleich auf Anhieb klappt, dann könnt ihr ebenfalls die Stopptaste drücken oder es einfach noch mal zurückspulen und dann diesen Schritt noch mal versuchen. Das Tolle ist also, ihr könnt mich heute ausnahmsweise mal beliebig oft stoppen und zurückspulen. Und ihr werdet sehen, bei einem Experiment klappt vielleicht auch nicht gleich alles sofort. Das ist auch wie bei anderen Dingen im Leben. Wenn man dann es nochmal versucht und mit ein bisschen Übung schafft, werdet ihr sehen, das fühlt sich richtig gut an und man geht bestärkt aus der Situation heraus. Seid ihr jetzt bereit für unsere erste Aufgabe? Ich habe heute beim Blumengießen eine interessante Beobachtung gemacht. Also, wenn man Blumen gießt, da fließt das Wasser immer wunderbar hier so runter. Ich musste sogar an einen Wasserfall denken, denn da plätschert das Wasser auch aus einer bestimmten Höhe immer direkt nach unten. Und da habe ich mir die Frage gestellt, kann Wasser eigentlich theoretisch auch bergauf fließen? Also kann Wasser klettern und das ganz ohne Leiter? Jetzt werdet ihr bestimmt sagen, nein, das geht nicht. Und wenn doch? Und ich zeige euch jetzt, wie es funktioniert. Ihr müsst vor allem hier auf den Schlauch achten, denn da klettert gleich das Wasser wirklich bergauf. Achtung, ich helfe am Anfang ein bisschen. So, und jetzt schaut genau hier hin. Dort fließt immer das Wasser bergauf und die Flüssigkeit kommt aus diesem Behältnis hier raus. Ta-ta-da-ta-da! Mein Experiment ist geglückt. Und jetzt fragt ihr euch, wie funktioniert das eigentlich? Ich werde es euch erklären. Ihr müsst euch diese Flüssigkeit vorstellen, als dass es unendlich viele kleine Wassertropfen sind. Und diese Wassertropfen haben sozusagen 2 Hände, so wie wir. Und mit diesen Händen halten sich die Wassertropfen jetzt aneinander fest und bilden eine ganz lange Menschenkette.
Also eine Wassertropfenkette sozusagen. Und jetzt sausen diese Wassertropfen hier erst einmal bergauf. Und weil sich hier alle ganz festhalten, sausen sie dann eben wieder runter. Das Ganze nennt man das Prinzip des Unterdrucks. Also, ich finde es toll, dass Wasser klettern kann und das ganz ohne Leiter. Dabei sind Leitern total praktisch, vor allem wenn man in so einem Garten hier ist und seine Äpfel pflücken möchte. Allerdings ist mir das immer viel zu hoch. Ich mag Leitern viel lieber, wenn sie am Boden liegen. Habt ihr Lust, dass wir uns jetzt eine Leiter basteln für den Boden? Dann zeige ich euch, was man damit machen kann. Kommt mit! So, ich habe noch ein paar Stöckchen besorgt, denn die Leiter, die ich jetzt mit euch basteln möchte, ist eine besondere Leiter und sie eignet sich hervorragend zum Sport. Sie heißt Koordinationsleiter. Hui, schwieriges Wort, macht aber richtig Spaß. Man kann diese Leiter natürlich selber sich basteln, indem man zum Beispiel ein paar Sprossen sich aus Papier oder Pappe schneidet. Guckt mal, das kann man vor allem dann machen, wenn man nämlich drinnen die Übung machen wird, weil die Sprossen drinnen natürlich dann liegen bleiben und nicht wegwehen. Davon macht ihr ungefähr so 10 Teile. Außerdem, wenn ihr kein langes Tau habt, könnt ihr auch zum Beispiel Wolle nehmen. Das geht auch wunderbar. Und wer gar nicht solche Sachen hat, aber total gerne mit Straßenkreide spielt, ihr könnt eine Koordinationsleiter auch einfach auf dem Fußboden aufmalen. Natürlich nicht drin in der Wohnung. So, was ich mir aber überlegt habe, ich nehme heute hier eins von diesen Stöckchen und da knote ich schon mal mein dickes Seil dran. Und davon habe ich 2 Stück. Ich habe 2 dicke Seile und die sind beide so ungefähr 3,50 Meter bis 4 Meter lang. Je länger, desto sportlicher wird das Ganze. Okay. Somit habe ich jetzt meine Vorarbeiten für unseren heutigen Sportteil fertig. Ich nehme nochmal die Sprossen mit, die Kreide und los geht's. Jetzt machen wir gemeinsam Sport. So, dann basteln wir uns jetzt hier unsere Koordinationsleiter weiter. Dafür lege ich erstmal meine Äste und die Pappen ab. Wie gesagt, wenn ihr sowas hier alles nicht habt, aber Kreide, ihr könnt auch mit Straßenkreide euch natürlich eure Koordinationsleiter basteln. Dafür lege ich hier das Band parallel zueinander hin. Weil es bei uns ein bisschen windig ist, nehme ich jetzt auch nicht unsere Pappstreifen, sondern lieber meine Hölzchen. Und jetzt packe ich hier die Sprossen wie in einer richtigen Leiter zwischen meine Bänder. Es muss auf jeden Fall immer ein Fuß dazwischen passen. So. Okay. Dann kann es jetzt auch losgehen mit unserem Sportteil. Wir beginnen mit der ersten Übung und die sieht so aus. Wir laufen einfach von Sprosse zu Sprosse. Macht mit! Die Knie könnt ihr schön hochnehmen dabei. Dann ist es ein bisschen anstrengender. Wir flitzen zurück und machen die gleiche Übung noch einmal. Und wieder zurückflitzen. Das war die erste Übung. Die zweite kennt ihr vielleicht von eurem Schulhof. Wir hüpfen rein und raus. Und zurückflitzen. Das gleiche nochmal. Immer schön rein und raus. Die Arme können euch dabei helfen. Und wieder zurückflitzen. Kurze Pause. Nächste Übung. Wir hüpfen auf einem Bein. Zuerst auf dem rechten. Achtung. Und zurückflitzen. Und noch einmal. Und zurückflitzen. Gut, kleine Pause. Wir machen weiter mit dem anderen Bein. Achtung. Auf dem linken Bein hüpfen. Und zurückflitzen. Und nochmal. Und zurückflitzen. Kurze Pause. Jetzt wird es etwas komplizierter. Wir stellen uns neben unsere Leiter
und gehen rein und auf der anderen Seite raus. Rein, rein, raus, raus. Rein, rein, raus, raus. Rein, rein, raus, raus. Immer eine Sprosse dabei vorgehen. Und wieder zurückflitzen. Macht mit, ein bisschen schneller. Rein, rein, raus, raus. Jawohl. Immer von der einen Seite zur anderen. Und zurückflitzen. Super. Jetzt haben wir es auch fast geschafft für heute. Letzte Übung, noch eine Stufe komplizierter. Wir kreuzen mit dem äußeren Bein rein und gehen auf der anderen Seite raus. Rein, raus. Rein, raus. Rein, raus. Rein, raus. Super. Und wieder zurückflitzen. Letzte Runde, rein, raus. Immer schön kreuzen. Dann habt ihr es gleich geschafft. Und zurückflitzen. Wunderbar. Wer Lust hat, kann natürlich noch ewig weitermachen. Aber für uns war es das erstmal. Nach so viel Sport nicht vergessen, was zu trinken. Am besten Wasser. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr könnt vielleicht von meinem Experiment oder meiner Bastelei euren Freunden oder eurer Familie erzählen. Und denkt dran, ihr könnt dieses Video ja eh jederzeit neu starten. Und wenn ihr noch ein paar Anregungen braucht, dann könnt ihr einfach mal auf unserer Internetseite www.kinderstarkmachen.de stöbern. Also, ich verabschiede mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.